Ja, was gibt's denn? Euer Opi hat einen Herzinfarkt. Was? Der Professor hat gesagt, er hat Glück gehabt. Aber es wird Wochen dauern, bis er wieder einsatzfähig ist. Maria meinte, ich sollte die Praxis übernehmen für die nächste Zeit. Quatsch, das kannst du doch gar nicht mehr. Thomas, ich möchte die Ferien der Kinder dazu benutzen, bei meinem Vater auszuhelfen. Du bist verrückt. Ich habe dich lange Zeit um nichts gebeten. Aber diese Herausforderung, die will ich annehmen. Was man einmal gelernt hat, das verlernt man nicht. Auf geht's, Frau Doktor. Ich vertrete meinen Vater. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Nennen Sie mich nicht Herr Reiser, sonst meine ich, ich bin schon 100. Nennen Sie mich ganz einfach Georg, ja? Da war vorher ein Mann da, der hat gesagt, die Rose ist für die Frau Doktor. Ich finde es nur ein bisschen eigenartig, dass du anscheinend Tag und Nacht im Einsatz bist. Ich will mehr als nur ein Freund sein. Wenn du mich fragst, mein Schatz, ein bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft. Unsere Beziehung scheint ja wirklich auf sehr wackeligen Beinen zu stehen. Jetzt stell doch nicht gleich unsere Beziehung in Frage. Das sind die Momente, wo dein Traumberuf seine Faszination verliert, meine Liebe.